Na, haben Sie ihn erkannt? Richtig, das ist kein normaler Landschaftsbauer. Das Metier von Stefan Stracke ist vielmehr die Politik. Aber besser von Anfang an. Die Firma Kutter gibt es in Memmingen schon seit über 50 Jahren. Ihr Fachgebiet, der Landschaftsbau. Wir fertigen zu 80% in unserem Betrieb Sportanlagen für die öffentliche Hand. In der Regel sind es Fußballfelder, sind es Kunststofflaufbahnen, sind es Golfplätze. Das wiederum sind aber private Kunden. Und wir fertigen auch Industriekomplexe, Außenanlagen, Begrünungen. Das machen wir in etwa 20% unseres gesamten Spektrums. Neben den klassischen Geräten braucht es bei so einem breiten Aufgabenspektrum viele unterschiedliche Werkzeuge und Maschinen. Davon konnte sich jetzt auch der Bundestagsabgeordnete Stefan Stracke überzeugen. Mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 15 Millionen Euro und 115 beschäftigten Mitarbeitern ist die Firma Kutter in Bayern einer der größten Landschaftsbauer. Doch der CSU-Politiker war nicht wegen eines Rundgangs gekommen. Er wollte vielmehr bei einem Tagespraktikum in die Branche reinschnuppern. Also raus aus dem Anzug und rein in die Arbeitskluft. Die Idee zu der Aktion hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie, die für den passenden Einsatzort der Praktikant selbst. Das war meine Idee, weil ich einfach mal den Landschaftsbau kennenlernen will. Es führt immer so ein Nischendasein gegenüber dem Bauhauptgewerbe. Wenn man sich aber vorstellt, der Gartenbau insgesamt in Bayern setzt im Jahr 10 Milliarden Euro in Bayern um. 63.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist wirklich ein wichtiger Betriebszweig und die Ausbildungssituation ist größer wie jetzt im Bereich der gesamten Landwirtschaft in Bayern. Noch ein paar Instruktionen, denn hier soll schließlich auch etwas entstehen und dann geht's zur Sache. Einmal die großen Maschinen bedienen dürfen, da werden, glaubt man Stefan Stracke, echte Männerträume wahr. Doch trotz dieser gewichtigen Argumente, auch der Landschaftsbau hat mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Bei der Firma Kutter sind derzeit 22 Auszubildende beschäftigt. Sie werden als Landschaftsbauer und Kaufmänner ausgebildet. 6 neue sollen bereits morgen, am 1. September, wieder neu anfangen. Bayernweit bildet die Branche sogar 1.350 Lehrlinge aus. Das ist mehr als beispielsweise die Landwirtschaft. Doch trotz des hohen Bedarfs und der langen Tradition der Firma Kutter gehen auch hier immer weniger Bewerbungen ein. Deshalb wurde ein Ausbildungsförderwerk ins Leben gerufen. Finanziert wird es von den Unternehmen selbst. Sie zahlen dafür jedes Jahr 0,8% der Bruttolohnsumme. Diese Ausbildungsförderung ist für uns von großer Bedeutung, weil dadurch natürlich der Berufsstand natürlich bekannt wird. Es war immer das Problem, Gärtner letztendlich oder Landschaftsgärtner in die Branche zu locken, weil dieser Beruf erst, ich sag mal, ja, nicht sehr hoch angesehen war. Aber mit dem großen Spektrum, das wir heute als Landschaftsgärtner bieten, vom Azubi zum Diplom-Ingenieur, zum Architekten, bin ich der Meinung, ist der Bereich des Gartenlandschaftsbaus schon sehr, sehr interessant für junge Leute. Auch wenn Stefan Stracke nach diesem Tag wieder in die Politik zurückgehen wird. Bei der Firma Kutter ist man überzeugt, mit Werbung und mit aktiver Nachwuchsförderung den eigenen Fachkräftebedarf auch in Zukunft sichern zu können.